Also, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Panzer zu malen? Ja, die Idee lag halt im Prinzip darin, zu symbolisieren, halt, dass es eigentlich viel cooler wäre, wenn man sich bekriegen würde in Form von Farben und mit Entwürfen, letztendlich mit Kunst oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Ja. Also quasi mit Farbe zu schießen statt mit Munition und statt Blut fließt halt Farbe. Ja. Das war so die Idee, die dahinter steckt. Und das Motto ist dann Be Easy and? Be Easy, ja. Make Art Not War. Ja. Das war die Intention. Deswegen stehen hier auch die Letters Easy, E-A-Z-Y. Und wie man sehr schön erkennen kann, die Bleistifte oder Buntstifte in Form von Raketen, die abgeschossen werden. Oben der Marker, da bin ich gerade dran, der ist noch nicht fertig. Aus dem schweren Geschütz hier oben wird Farbe verschossen, Buntstifte fließen rein und Farbe wird verschossen. Das war eigentlich so die Idee. Ne? Und die Maschinerie halt steht halt für das Ganze drumherum. Ja. Das ist ja praktisch also ein Farbpanzer. Richtig, genau. Es ist ein Farbpanzer. Das kann man so genauso ausdrücken. Ja. Und der beschießt die armen Workshop-Teilnehmer mit Farbe. Er beschießt alle. Ja, alles und jeden. Alles. Und im Endeffekt landet es hinten auf dem Delta aus Amsterdam. Ne? Auf alles. Einfach auf alles. Schießt auf alles. Ja. Und welches Detail magst du ganz besonders hier? Mir persönlich gefällt am meisten dieses Detail ja, mit der Kettensäge, dem Ehren okay. Und die ganze Verschmelzung hier halt quasi. Ja, ich muss sagen, mir gefällt es. Ist mir schwer hier irgendwelche Besonderheiten. Mir gefällt alles sehr gut. Hast du die Bilder vorher im Kopf oder entsteht das aus der Arbeit? Also so nee, ich habe vorher einen Entwurf gestaltet, den habe ich auch hier. Das ist der Originalentwurf. Und daraus ist quasi dann dieses Bild entstanden. Also es hat sich dann noch verändert halt an der Wand. Das finde ich immer wichtig, dass man irgendwann den Wurf auch bei der Seite lässt und dann was kann auch passen. Wie man sieht, hier ist ein Kanonenrohr, hier mal zwei. Hier wird neben der Sprühdose noch ein Textmarker verballert. Ja. Und ich fand es auch wichtig, halt nur Details in Bund darzustellen. Weil es jetzt einfach zu viel gewesen wäre, meiner Meinung nach. Und ja, jetzt gleich nähern wir uns dem Ende und dann ist die Sache fertig. Was sagt man denn? Hängt ein Graffiti? Genau, gib mal so eine Einführung in den Wortschatz. Also was für Wörter muss man eigentlich kennen? Also du hast nicht Buchstaben gesagt, sondern das sind was? Das sind Lettern, Letters. Letters, okay. Also Letters sind ja Buchstaben. Also das ist im Endeffekt Latte. Also es geht um Buchstaben, um Figürchen, um Formen, um Farbeffekte, Fadings, sogenannte Fadings, also über Farbüberblendungen. Das sind also die klassischen Graffiti-Elemente. Ne? Also natürlich dann Outlines, also Umrandungen der Buchstaben in dem Fall. Da gibt es hier halt Characters, Figuren. Meistens Comic angehaucht oder was auch immer, das kann man nicht eingrenzen. Also das ist sehr vielfältig. Ne? Und wie ist es für dich, jetzt hier in einem Kontext zu sein, wo eigentlich sonst die hohe Kunst in Anführungszeichen ist und jetzt dürfte die Sprühens mehr so Spaß oder? Ja, also ganz ehrlich, da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Also mir macht es einfach Spaß hier zu malen und ja, ist eine coole Sache. Normalerweise geht man mal irgendwie in die Hall of Fame irgendwo in der jeweiligen Stadt, wo man sich gerade aufhält und malt dann da einfach sein Bild, was dann ein paar Tage später von irgendwem anders wieder übermalt wird. Und hier ist es halt in der Bundeskunsthalle, ist mal was anderes und hatte ich auf jeden Fall Bock drauf. Mhm. Bist du schon mal übermalt worden? Ja klar, natürlich. Und was hast du denn gemacht? Oder das sage ich nicht.